Ja Leute, was geht? Es geht weiter im Let's Play. Gabriel Knights 2 The Beast wir sind mit den Pirates. Wir machen weiter. Wir sind mittlerweile in der Jagdhütte angekommen. Und ja, sind in diesem Jäger-Loge dabei und reden mal mit ihm hier. Mit ihm haben wir noch nicht geredet. Herr Hennemann, sieht so aus, als könnten wir endlich reden. Naja, solange mein Glas voll ist, können Sie mich fragen, was Sie wollen. Na gut. Und ich habe einige Fragen mitgebracht. Der Club. Sind Sie mit irgendjemand besonders vertraut im Club? Oh, ich treibe nur so am Rande, Herr Knight. Sie sind offenbar direkt nach oben gekommen. Oh, ich glaube nicht. Ach, keine Bescheidenheit. Jeder kann sehen, dass Sie jetzt der Goldjunge sind. Warum glauben Sie wohl, dass Von Zell so einen Hass auf Sie hat? Sind Sie und Von Zell gute Freunde? Nein, ich war nie gut genug für Von Zell. Nein, ich komme besser mit denen aus, die nicht so sehr an sich selber denken. Von Aigner? Ja, Von Aigner ist ein guter Mann. Dr. Klingmann ebenfalls. Er kommt oft ins Tondiesel und hebt gern einen mit mir. Sie könnten mir auch mal vorbeikommen, wenn Sie wollen. Ich trinke ungern allein. Danke. Vielleicht komme ich. Ja. Klingmann? Sie und Klingmann sind ein ungleiches Paar. Über was reden Sie denn so? Herr Doktor diskutiert gerne über die Clubphilosophie. Er ist sehr enthusiastisch. Ich glaube, deshalb wollte er ja überhaupt dabei sein. Sie sponserten Klingmanns Beitritt? Ich? Nein, Von Zell. Von Zell? Der ist nicht gerade der einladende Typ. Ah, dachte ich auch. Als Von Zell Klingmann hereinbrachte, glaubte ich, sie würden sich sehr gut kennen. Aber so wie Klingmann seine Fragen stellte, zeigte, dass er Von Zell gar nicht kannte. Na gut, ist ja auch egal. Wer kann schon sagen, dass er Von Zell durchschaut? Okay. Preis? Weshalb wollen Sie denn mit Preis nicht in ein Zimmer? Sie haben das vielleicht nicht bemerkt, aber der Mann ist ein verdammtes Schwein. Warum der Baron zu ihm hält, werden wir nie erfahren. Ich kann Ihnen sagen, was er gerade da oben macht in seinem Zimmer. Er hat sich im Badezimmer eingeschlossen. Aber er nimmt kein Bad. Ja, Sie können so einem Mann nicht den Rücken zuwenden. Niemand ist sicher. Preis? Ich dachte, Preis wäre ein Promi-Anwalt. Ja, das war er. Vor 10 Jahren. Er hat Glück, dass er das Geld nicht braucht, denn er kriegt keine Arbeit. Warum nicht? Wissen Sie, seine Natur geht mit ihm durch. Okay, andere Männer sind auch so. Die denken nur an das, was zwischen ihren Beinen hängt. Und Preis hat überhaupt keinen Respekt für normalen menschlichen Anstand. Er protzt mit seiner Perversion. Ist das nicht, worum es in diesem Club geht? Mit seinen Instinkten eins werden und so? Zurück zur Natur? Ja, okay, so ist es. Das ist eine Frage für den Baron, nicht für mich. Ich sage nur, wie ich Preis sehe. Ja. Die Hütte? Das ist eine nette Jagdhütte. Kommen Sie oft hierher? Oh, mindestens einmal im Monat oder so. Oh, wir können auch alleine kommen, wann immer wir wollen. Haben Sie noch andere Ländereien, wo Sie jagen? Ja, wir haben eine Hütte bei Alfdorf. Aber wir fahren da nicht so oft hin. Sie ist nicht so bequem wie die hier. Alfdorf. Neue Spur. Die Hütte. Ist der Club in Alfdorf auch dicht beim Wald? Nicht bei. Drin. Im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Ja, natürlich. Der schwarze Wolf. Haben Sie je vom schwarzen Wolf gehört? Schwarzer Wolf? Nein. Danke fürs Gespräch. Ja, auf Wiedersehen. Okay. Ich wünschte, jemand würde hier ein Feuer machen. Ich wünschte... Wo haben wir Streichhölzer dafür? Finden wir ja welche.
Oder am Feuerzeug. Na, wohl. Oder am Feuerzeug, was ist denn? Netter Kleiderschrank. Nehme ich mit. Danke. Ah. Eine Lampe? Ja, eine Lampe. Ich habe das Gefühl, dass es hier ziemlich dunkel werden kann. Lieber vorbauen. Ja. Ein Drink wäre jetzt das Richtige. Aber ich habe das Gefühl, es ist besser, wachsam zu bleiben. Ja, sollst du dich besaufen. Das wäre jetzt nicht gerade die beste Taktik. Okay. Geh mal hier rein. Bisschen mit dem Team durchsuchen. Und hoffen, dass wir nichts übersehen. Das ist immer das Doofste, Dümmste, wenn man was übersieht und man rennt hin und her. Eine Schere? Kann ich vielleicht noch brauchen? Ja, ich mit. Ja, war alle Gegenstände mit. Damit schneiden wir den schwarzen Wolf in die Schnauze ab. Und angreift. Werkzeug. Werkzeug. Ja, sie einfach die Schere jetzt auch nimmt, ey, geil. Der nimmt sie einfach alles mit, so, ja, da ist voll noch gebraucht, das kann ich auch noch gebrauchen, warum auch immer. Es ist mir lieber, die Pferde sind dort und ich bin hier. Also, dann war es in der Jagdhütte, mit. Ah, hier auch Wald. Sieht aus, als wären da Spuren von orangefarbenem Schlamm in dem Abdruck. Ja, müssen wir da wieder eine Probe vornehmen. Kann man da was mit? Nee. Sieht aus, als wären da Spuren von orangefarbenem Schlamm in dem Abdruck. Sieht aus, als wären da Spuren von orangefarbenem Schlamm in dem Abdruck. Ich kann mir gut vorstellen, sieht aus, dass wir da noch Proben entnehmen müssen. Die Schlucht ist tief. Ich glaube nicht, dass ich hinüberkomme. Da können wir die Schere da gebrauchen. Klar, es ist immer ein Busch und irgendwo da will er dann.
du Scheiße. Und ich habe mich gespeichert. Speicher auf jeden Fall mal. Ich hab keiner, was mich hier erwartet. Das sieht jetzt ziemlich gefährlich aus. Was ist das für ein Gestank? Die Laterne wird mir nicht helfen, wenn sie nicht angezündet ist. Ich kann nichts sehen und ich werde da sicher in der Dunkelheit nicht mehr runtergehen. Ah, okay. Wir brauchen ein Feuer. Okay. Also langsam wird's gefährlich. Naja gut, wir sind auch schon bei Kapitel 5 von 6. Immer so langsam, ne? Muss ja auch mal ein bisschen. Also muss nicht gefährlich werden, aber natürlich naheliegend, ne? Je näher du dem Ende des Falls bist, desto gefährlicher wird das ja meistens. Und 5 Sechsel haben wir schon geschafft. So, okay, dann gehen wir wieder. Netter Kleiderschrank. Ich wünschte, jemand würde hier ein Feuer machen. Ich wünschte. Oder habe ich ein Streichholz dabei?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Herr Preis... Dieser Sims läuft um das gesamte Gebäude. Allerdings ist er zu schmal, als dass man ohne Hilfe darauf laufen könnte. Ein Fall aus dieser Höhe ist etwas, was ich definitiv nicht brauche. Dieser Sims läuft um das gesamte Gebäude. Allerdings ist er zu schmal, als dass man ohne Hilfe darauf laufen könnte. Oder? Ich hasse es, wenn ich Ideen wie diese habe. Aber sie funktioniert. Ja. Es ist nicht mal unser Zimmer und er ist im Badezimmer und wir machen jetzt hier da aus seinem Zimmer Kellerpassagen. Denn wenn es ins ganze Zimmer geht, dann kann man, da könnte er es doch auch bei sich machen. Um den ganzen Ding geht, dann könnte er das so. Das ist ja weitaus gefährlicher, da kann ja jeder Moment rauskommen aus seinem Badezimmer, auch wenn er in einem Badezimmer Dinge tut. Andere Dinge tut, als sich zu waschen. Aber wo kann er wieder rauskommen? Scheiße! Warum? Okay. Er kommt doch immer. Nee, in ein Zimmer kann man nicht, ne? Ich bin in das Zimmer von dem einen da. Naja, da kann man nicht rein. Ach du Kamera. Mit einer anderen Kamera ran. Zells Zimmer, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen. Von Zell, genau. Hier der Streichhölzer. Oder ein Feuerzeug. In der Badewanne ist ja nicht mal ein Wasserfleck. In der Badewanne ist ja nicht mal ein Wasserfleck. In der Badewanne. In der. In
ist nichts Außergewöhnliches dran. Ja, du bist jetzt hat er nichts gebracht. Na hallo. Wer ist denn da barfuß im Schlamm rumgesprungen? In orangem Schlamm. Na hallo. Da kann ich nicht raus. Ich werde die Tür unverschlossen lassen müssen. Ja, draußen war doch im Wald, war auch ein Fußabdruck. Das Waschbecken ist leer. Das Waschbecken. Das Waschbecken. Das genau der Eintrag, den ich schon im Jagdclub gesehen habe. Genau der Eintrag, den ich schon im Jagdclub gesehen habe. Jetzt hat es mir gelohnt. Wenn ich mich nicht täusche, hat Großberg versucht, ein nettes Sümmchen aus der Aufregung zu schlagen, die das Verschwinden der Wölfe verursacht hat. Von Zell scheint dieser neue Partner zu sein, von dem Großberg Dorn erzählt hat. Kann mir nicht vorstellen, dass von Zell die Idee gefallen hat. Baron von Zell, in der Zeitung steht, dass die entlaufenden Wölfe schlimme Sachen machen. Amüsiert mich daran zu denken, dass Sie und ich wissen, dass die Zuwölfe überhaupt nicht schuld sein können. Dass alles außer uns niemand weiß. Ich bin moralisch verpflichtet, es der Polizei mitzuteilen, aber ich bin Geschäftsmann und könnte dazu überredet werden, gegen meine Instinkte zu handeln. Als Zeiten ihres guten Willens würden beispielsweise 5000 D-Mark mein Gewissen beruhigen. Ich werde auf ihre Antwort 2 Tage warten. Wenn ich mich nicht täusche, hat Großberg versucht, ein nettes Sü- Wenn ich mich... Wenn ich... Okay. Oder wir haben's, ne? Ja. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, dass wir beim nächsten Mal weitermachen. Das passt ja. Dann sind wir mit dem Raum fertig. Wir haben uns schon mal ein bisschen umgeguckt. Auch im Wald und so. Und ich würde sagen, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Da geht's weiter. Haut rein. Tschüssi. Bis dann. Ciao.